Was geht ab, Leute? Das Intro von diesem Video mache ich jetzt ein Jahr später. Das Video vorher hatte ich aber schon geschnitten. Ich habe jetzt nur ein paar Mal Voice-Over reingemacht und es ist wirklich, wirklich krass, was sich so verändert hat. Halt auch mein Gesicht, wenn ich es jetzt im direkten Vergleich sehe. Und ich hoffe, dass ihr mir es verzeihen könnt, dass es jetzt ein bisschen später kommt. Ich versuche ja wirklich so mehr jetzt YouTube anzufangen, aber ihr wisst, wie es ist mit der Zeit. Naja. Erster Schritt ist getan, ich habe mal wieder was hochgeladen und viel Spaß beim Video. So, da meine letzte Peak Week und der letzte Wettkampf nicht so meinen Vorstellungen entsprochen haben, wie ich eigentlich gehofft habe, habe ich mir jetzt ein bisschen Hilfe geholt, und zwar die Reka, zu der fahre ich auch jetzt gerade. Und dann wird auf jeden Fall mal das Posing gecheckt, ein bisschen über die Farbe gesprochen, über die restliche Peak Week, und ich zeige es euch gleich. So, ich bin gerade aufgestanden. Wir haben jetzt Samstag vom Wettkampf, vom zweiten Wettkampf. Ich denke, die Form ist erheblich besser als zum ersten. Ich war damit ja ein bisschen unzufrieden. Und jetzt erstmal ein Posing. Also ich habe gestern noch nicht viel geladen, heute noch gar nichts gegessen, wie gesagt. So sieht's aus. Ich nehme das Ganze jetzt schon knapp ein Jahr später auf, und so rückblickend gesehen war ich schon sehr, sehr zufrieden, wenn man sich besonders mal hier die Streifen im Rücken anschaut. Nichtsdestotrotz hat natürlich ein bisschen Masse gefehlt, was sich am Ende des Wettkampfs auch rausgestellt hat an der Platzierung. Aber trocken genug war ich auf jeden Fall. Besonders halt im Rückenbereich habe ich, wie man auch gleich sehen wird, einiges wettmachen können, was an Masse gefehlt hat. Naja gut, die Beine hat man sowieso nicht gesehen und die waren auch relativ dünn. Aber ich dachte, die packe ich trotzdem mal ins Video. So Leute, wir haben jetzt 15 Uhr, das heißt für mich Wasserstopp. Das ist das letzte bisschen Zimtkrauttee, was ich trinke für heute. Und dann gibt es bis morgen kurz vor dem Wettkampf nichts mehr, aber ich denke, da geht noch ein bisschen was dann. Cheers! Ich habe voll vergessen zu erzählen, mit was ich hauptsächlich geladen habe, und das ist Reissirup und Reiswaffeln. Beziehungsweise in meinem Fall Reis-Maiswaffeln mit bisschen Hirse. Ja, hat aber nicht unbedingt einen großen Vorteil, denke ich. Hat einfach nur geschmackliche Vorteile und ohne Salz. Heftig. Also, langsam geht's los. Und jetzt gibt es erstmal 50 Milliliter Wodka. Das ist hier drin. 3 Gramm AKG. 1 Gramm Salz. Noch Magnesium gegen Krämpfe. Und Kalinor, also Kalium, damit noch das Unterhautwasser in den Muskel gezogen wird. Und knapp 100 Milliliter Red Bull. Und dann wird aufgepumpt.
Ich werde natürlich auch meinen Bühnenauftritt hier so ein bisschen kommentieren, ein bisschen Revue passieren lassen, was so alles schiefgelaufen ist. Und ja, das Line-Up, ich glaube, ich war im zweiten Vergleich oder im dritten, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Und man sieht einfach, Achtung, jetzt, wenn ich in die Posen gehe, dass ich meine Schultern einfach nicht weit genug runtergezogen habe. Dadurch sah ich so ein bisschen spargelig aus und habe den Lat nicht mal richtig rausbekommen. Und genau in den Vergleichen hat man halt auch gesehen, dass ich ein bisschen zu wenig Masse hatte. Wobei ich sagen muss, dass der Rücken schon echt solide war im Vergleich zu den anderen. Naja, bei den Drehungen, die habe ich auch einen Ticken zu schnell gemacht, was mich im Endeffekt so ein bisschen leichter ausgesehen lassen hat, als ich eigentlich war. Also das hat jetzt nicht unbedingt zu meiner fehlenden Masse irgendwas geholfen, sondern es eher noch verschlimmert. Sushi und Eis und jetzt kommt noch eine Pizza. Oh shit, ey. Die sieht schon geil aus. Das ist die andere? Ja. Oh. Richtig, richtig geil. Wer hier in Frankfurt und Umgebung ist, Food Rockers, Hawaii Pizza American und Chicken Speziale, die Kombi ist unglaublich geil. Jawohl. Ich glaube, ich kacke auf diese Pizza.